und bin sehr stolz, dass er heute da ist. Herr Geißler, Sie haben das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf hinzufügen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin nämlich seit 1967 Mitglied damals der ÖTV und jetzt natürlich Mitglied von Verdi, weil ich das gerade sage, will ich gleich eine Bemerkung hier anführen. Wir haben ja ein Gesetz bekommen, das beinhaltet, dass es in Zukunft solche Spartengewerkschaften wie die Lokomotivführergewerkschaft oder den Marburger Bund oder Ähnliches nicht mehr geben soll, sondern dass halt in jedem Betrieb nur noch eine Gewerkschaft, und zwar die größte, die Möglichkeit hat, Arbeitskämpfe durchzuführen. Ich will Ihnen und will euch gleich am Anfang sagen, ich halte das für eine sehr problematische Gesetzgebung. Ganz problematisch. Und zwar, obwohl ich ja Mitglied, ich war der größten oder einer der größten Gewerkschaften bin von Verdi. Und Verdi hat ja etwas Richtiges gemacht im letzten Jahr, nämlich die Arbeitskämpfe durchgeführt für eine Sparte, für einen Teil unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nämlich den Erzieherinnen und Erziehern, also den Leuten, die in den Kindergärten zum Beispiel beschäftigt sind. Das ist auch richtig so. Aber sie müssen es eben auch tun. Erzieherinnen können sich ganz schlecht selber so organisieren, dass sie zu Arbeitskämpfen auch fähig sind. Sie können es auch. Und sie haben auch Mittel, mit denen sie es durchsetzen können. Aber ich bin zum Beispiel, weil im Jahre 1967 war ich hier Sozialminister und da haben wir die Sozialstationen eingeführt, die Sie ja hier in Trier auch haben, überall im Land, ökumenische Sozialstationen. Und es gibt Arbeitnehmerinnen, vor allem, um die handelt es sich, die eben nicht in der Lage sind, Arbeitskämpfe durchzuführen, zum Beispiel die Krankenschwestern. Ja, wenn Ärzte mal 2-3 Tage nicht da sind im Krankenhaus, also deswegen stirbt noch nicht sofort jemand. Aber wenn Krankenschwestern nicht mehr Tag für Tag ihre Pflege ausüben und zum Beispiel streiken würden, dann würden die Leute sterben. Und deswegen ist es wichtig, dass große Gewerkschaften, wie zum Beispiel Verdi, sich verantwortlich fühlen, auch für die Arbeitnehmerinnen, die selber keine Arbeitskämpfe führen können. Das ist ganz entscheidend. Also das ist nicht eine zentrale Problematik, die wir in der Gewerkschaftsbewegung haben, aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass es viele, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, die auf diese Solidarität, und das ist das Thema von heute, angewiesen sind. Der Kollege Schmitz hat von der Angst gesprochen, die heute vielfach vorhanden ist. Angst vor Repressalien, Auswirkungen bei der Beförderung oder auch zusätzliche Hindernisse bei der Kündigung. Ich bin immer wieder gefragt worden,
so in Interviews, was für mich das Wichtigste in meinem Leben gewesen sei. Dann habe ich immer gesagt, also etwas vom Wichtigsten war, ich habe keine Angst vor Menschen. Und rate das eigentlich auch jedermann, keine Angst zu haben vor Menschen. Aber ich gebe gerne zu, einer wie ich kann das leicht sagen. Der Kollege Schmitz kann es vielleicht nicht so leicht sagen, aber er kann es auch noch sagen. Aber dem Vorgesetzten gegenüber, dem Abteilungsleiter gegenüber, im Supermarkt oder bei sonstigen großen Unternehmungen Mut zu zeigen, sich zu wehren, ist für die Kassiererin am Ende des Einkaufszentrums nicht möglich. Die können sich nicht wehren. Und hier ist eben die Aufgabe, die uns alle beschäftigen muss. Und deswegen hat mich das auch sehr berührt, nicht wahr, was der Kollege Schmitz gesagt hat. Dafür, dass eine Kassiererin keine Angst haben muss, auch keine Büroangestellte, keine Leute, die auf der unteren Ebene arbeiten. Dafür brauchen wir Betriebsräte und Gewerkschaften. Das ist etwas, was wir immer wieder betonen müssen. Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Ein Minister, Geschäftsführer, DGB-Sekretär, die können sich schon noch selber wehren. Aber wir haben Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihre Rechte nicht durchsetzen könnten, wenn es nicht Betriebsräte und Gewerkschaften gäbe. Das müssen Sie den Kolleginnen und Kollegen in Ihren Betrieben immer wieder sagen, dass Sie eine solidarische Verantwortung haben für diejenigen, die schwächer sind. Das ist das Entscheidende. Wir brauchen nicht denen helfen, die stark sind, aber wir müssen denen helfen, die auf die Solidarität angewiesen sind. Bei vielen Gesprächen, sagen wir auch im Vorfeld vom 1. Mai jetzt wegen der Parole Solidarität, da ist auch gesagt worden, also es wäre ja vielleicht besser gewesen, der DGB, die Gewerkschaften würden angesichts der Kriege und der Bürgerkriege in Syrien, im Jemen, im Irak und überall auf der Welt für den Frieden demonstrieren. Das wäre ja vielleicht doch besser als für die Solidarität. Aber ist diese Argumentation denn richtig? Was heißt denn Friede? Ist Friede ein oberster Grundwert? Das hat mal die Friedensbewegung in den 80er Jahren geglaubt. Aber wenn der Friede der oberste Grundwert wäre, dann hätten ja die Nazis ihre Schreckensherrschaft auf der ganzen Welt ausbreiten können, ohne Widerstand finden zu dürfen. Der Friede setzt etwas voraus, nämlich, dass die eigentlichen, wirklichen Grundwerte in einer Gesellschaft verwirklicht sind. Die Freiheit, die Gleichheit, die Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit oder etwas kürzer ausgedrückt, die Solidarität in einer Diktatur, in der es keine Meinungsfreiheit, keine Redefreiheit gibt, haben wir auch keinen Frieden, sondern höchstens eine Friedhofsruhe. Und in einer Gesellschaft,
wo es nur Privilegien gibt, wo eine Sorte von Menschen schlechter behandelt wird als wieder andere, die Privilegien haben, wo nicht alle gleich sind vor dem Gesetz, haben wir auch keinen Frieden. Und vor allem haben wir keinen Frieden dort, wo wir nicht eine solidarische Gesellschaft haben. Meine Partei, die CDU, also was du da gesagt hast von der CSU, nicht wahr, dem stimme ich ausdrücklich zu. Das kann man auch nicht ernst nehmen. Das kann man nicht ernst nehmen. Das wissen im Übrigen die überwiegende Mehrheit der CSU-Mitglieder, wissen das ja auch. Sondern das ist eine taktische Aussage gewesen, nicht wahr, um möglicherweise eben auf der Berliner Ebene, ich glaube an den Unternehmer, der da die Partei subventioniert haben soll, an die Geschichte glaube ich gar nicht, sondern der Seehofer wollte ein Instrument haben, um zunächst mal Nein zu sagen, um was anderes durchzusetzen. Könnt ihr vergessen, die Sache wird verabschiedet, das ist gar keine Frage. Nein, jetzt ist mal, ich begrüße Sie. Ist alles okay? Ja, ja, also. Ja, ja. Sie haben auch schon den entsprechenden Hut auf aus Bayern, nicht? Ja, gut. Also, Solidarität ist das Motto. Und natürlich hat es mal. Da war ich Generalsekretär der CDU, Wahlkämpfe gegeben unter der Überschrift Freiheit statt Sozialismus. Also gut, wenn man da den sowjetischen Sozialismus gemeint hat, da war die Parole auch richtig. Aber heute ist doch nicht mehr die Freiheit gefährdet. In einer kapitalistischen Welt, wo die Wirtschaftsordnung sozusagen freiheitlicher Exzess darstellt, Freiheit vor allem für diejenigen, die viel Geld haben. Heute ist auf der Erde etwas anderes gefährdet an den Grundwerten. Heute ist die Solidarität gefährdet, die Solidarität zwischen Reich und Arm, zwischen Alt und Jung, die Solidarität zwischen Deutschen und Ausländern, zwischen Flüchtlingen und Einheimischen, oft auch die Solidarität zwischen Männern und Frauen. Die Frauen gehören immer noch zu der Bevölkerung auf der Erde, die ganz besonders unserer Solidarität bedürfen. Es gibt keinen Bevölkerungsteil auf dieser Erde, der mehr schikaniert, entrechtet, diskriminiert wird wie die Frauen. Wir haben auf der Erde 1 Milliarde Analphabeten. Davon sind 800 Millionen Frauen. Nicht deswegen, weil die Frauen dümmer sind als die Männer, sondern weil sie in den von Männern errichteten Herrschaftsstrukturen systematisch von den Bildungseinrichtungen ferngehalten werden. Und überheben wir uns nicht, das ist vor allem in den islamischen Ländern der Fall. Das ist ja eines der Grundprobleme, warum wir Auseinandersetzungen und Diskussionen haben über den Islam. Darüber muss man auch reden. Selbstverständlich haben wir Religionsfreiheit. Und es darf keine Diskriminierung von Menschen geben, die einen anderen Glauben haben, als ich ihn selber für richtig halte. Das gilt für alle Musliminnen und für alle Muslime. Aber wir müssen von denjenigen, die bei uns in Deutschland Bürgerinnen und Bürger sein wollen, die auf die Dauer bei uns bleiben, verlangen, dass sie die Frauenbegriffe und Vorstellungen von Mullahs und Ayatollahs hier in Deutschland nicht nur vergessen, sondern mit uns zusammen für die Gleichberechtigung
der Frauen sich einsetzen. Das müssen wir. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, nicht wahr, für die Integration von Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Dass sie die Gleichberechtigung der Frauen anerkennen, denn das hat einen langen Prozess gekostet. Das kam nicht von selber. Überheben wir uns nicht. Vor 100 Jahren, welche Frau konnte vor 100 Jahren das Abitur machen? Welche Frau konnte studieren? Das alles ist bei uns vor 100 Jahren in Deutschland und in Europa nicht anders gewesen. Das Frauenwahlrecht wurde 1918 in Deutschland eingeführt. In Frankreich, Nachbarland, im Jahre 1946 und in dem Halbkanton Appenzell-Innerrhoden in der Schweiz, nicht wahr, 1992. Das ist die europäische Situation noch vor wenigen Jahren und Jahrzehnten gewesen. Solidarität ist die Voraussetzung für den Frieden, für eine friedliche Gesellschaft. Da kann man natürlich immer wieder die Frage stellen, ja, was ist denn eigentlich so der Kern der Solidarität? Wie soll sich das eigentlich auswirken? Oder will ich hier in Trier und auch auf einer Maikundgebung des DGB eine kurze Geschichte erzählen? Und zwar aus dem Evangelium. Warum sollen wir aus dieser Tradition, die bei uns die Geisteswelt geprägt hat und unser Leben nach wie vor mitbestimmt, nicht das erfahren, was uns das ethische Fundament gibt, um solidarisch zu handeln? Denn selbstverständlich ist sowas nicht, wie wir vor allem in unserer politischen Auseinandersetzung der letzten Jahre und Jahrzehnten erlebt haben. Nächstenliebe war die Parole. Das scheut sich jedermann heute auszusprechen. Das Wort nimmt man nicht so gerne in den Mund. Nächstenliebe. Ja, ist etwas Altmodisches und Komisches fast. Aber solche Auffassungen finden Sie auch in den Wirtschaftsteilen großer Zeitungen. In einem Kommentar der FAZ im Wirtschaftsteil mal jemand darüber geschrieben, ja, wer ist denn eigentlich der Nächste in einer globalen Welt, in einer modernen Welt, in der digitalisierten Welt, wer ist denn da der Nächste? Und dann ging das da rauf und runter, nicht wahr, und hat halt die Nächstenliebe für etwas Überholtes dargelegt. Aber die Frage, wer ist der Nächste, die haben die vor 2000 Jahren auch schon gestellt. Bei den alten Juden war die Nächstenliebe auch vorhanden, aber der Nächste, der war genau definiert, das war nämlich der Volksgenosse. Den Begriff kennen wir ja auch noch ein bisschen. Der Volksgenosse und derjenige, der Gastrecht hatte. Und da kamen ja die Pharisäer bekanntlich zusammen und haben überlegt, ja, meint der denn, der jetzt die Nächstenliebe da verkündet, eigentlich mit der Nächstenliebe dasselbe wie wir? Oder meint er etwas ganz anderes? Dann haben sie einen zu ihm geschickt. Und er hat Jesus die FAZ-Frage gestellt. Sag mal, Rabbi, wer ist der Nächste? Und dann hat Jesus ja nicht, wie die meisten von Ihnen wissen,
nicht direkt geantwortet, sondern eine Geschichte erzählt. Nämlich die Geschichte aus dem Wadi el-Kelt, von der Adumin-Steige, der Blutsteige, die herabzieht vom Tempel in Jerusalem nach Jericho. Berüchtigt durch Mord und Totschlag, die Schlucht kann man heute noch besichtigen. Und Jesus erzählt die Geschichte von dem Juden, der dort überfallen wird, ausgeraubt, blutig geschlagen. Und er liegt da am Weg. Jetzt kommt der Priester herunter vom Tempel, sieht den da liegen, läuft weiter. Dann kommt der Levit, wir würden heute sagen, der Organist, der läuft auch weiter. Und jetzt kommt der Renegat, der Abweichler, der Apostat, derjenige, der den Augen der rechtgläubigen Juden der letzte Dreck war, nämlich der Mann aus Samaria, denn die ließen nur die 5 Bücher Moses gelten und die anderen Propheten waren für die Makulatur. Und jetzt sagt Jesus, der, den ihr für das übelste Subjekt anseht in Palästina, der versorgt den Verletzten medizinisch, bringt ihn ins nächste Hotel und gibt dem Wirt sogar noch Geld, damit er für ihn sorgt. Und jetzt stellt er die Gegenfrage. Wir denken ja, der Nächste ist der Verletzte, der Überfallene. Aber Jesus fragt den Pharisäer, wer von den Dreien war der Nächste für den Überfallenen? Und da musste der Pharisäer, es hat ihm fast die Luft abgewürgt, natürlich sagen, derjenige, der ihm geholfen hat, der Mann aus Samaria. Was heißt das aber für uns heute? Das heißt, wir müssen nicht die ganze Welt lieben, möglichst viele Leute, damit es möglichst unverbindlich wird. Aber wir müssen denjenigen helfen, die in Not sind. Das ist die Aussage. Das heißt, Nächstenliebe oder Solidarität ist keine Gefühlsduselei, keine platonische Angelegenheit, ist keine Gesinnungsakrobatik, sondern eine menschliche Pflicht. Wir alle haben die Pflicht, denen zu helfen, die in Not sind. So, das ist die Botschaft. Und dafür sind auch die Gewerkschaften da. Das heißt, wir sind dafür da, den Schwächeren zu helfen. Und in einer Wettbewerbswirtschaft, in der gerade heute das Kapital die entscheidende Rolle spielt und der Mensch diskriminiert wird zum Kostenfaktor, in einer Gesellschaft, wo derjenige umso mehr etwas gilt, der immer weniger kostet, und diejenigen immer weniger etwas gelten, die mehr kosten, die Ärmeren, die Kranken, die Behinderten, die Flüchtlinge. In einer solchen Gesellschaft müssen wir uns auf das ethische Fundament unserer Arbeit besinnen. Wir machen nicht Larifari, sondern wir vertreten als Gewerkschaftler eine Botschaft, ohne die die Menschheit gar nicht existieren kann. Heute gilt eine andere Parole, die wird uns immer wieder beigebracht. Das haben wir auch bei der Rentenversicherung erlebt. Nicht mehr alle für den einen, der sich nicht helfen kann, sondern jetzt heißt es, jeder sorgt für sich
selber. Eine Parole des Neoliberalismus, die Parole der Chicago Boys, eine Parole, die die gesamte Weltwirtschaft beherrscht. Aber keiner derjenigen, die diese Parole verkünden, der sagt, ja, was machen eigentlich diejenigen? Er sagt ja, am besten, jeder sorgt für sich selber, indem er einen Kapitalfonds bildet. Aber was machen dann nicht diejenigen, die einen solchen Fonds gar nicht bilden können? Die Leute von der Müllabfuhr, die Arzthelferin, die Lidl-Verkäuferin, was machen die eigentlich? Oder was machen diejenigen, bei denen ihre Privatversicherungen mit falschen Aktien spekuliert hat, wie in Amerika die Pensionskassen mit den Enron-Aktien und Millionen von Amerikanern ihre Alterssicherung verloren haben. Das will man uns jetzt wieder mit der Aussage, die Renten sind gefährdet, auch wieder durchsetzen. Man will dieselben Fehler machen wie vor 20 oder vor 15 Jahren, weil man denkt, man könne das Grundrisiko des Alters von Millionen von Menschen auf den Kapitalmarkt verfrachten. Der größte Denkfehler, nicht wahr, den man überhaupt nur begehen kann. Das geht nicht. Der dümmste. Der Dümmste kann das kapieren, wenn er an die Finanzkrise vor 6 oder 7 Jahren denkt. Und die Aussage mit der Riester-Rente, wo ich die Dinge jetzt einmal konkret anspreche, jetzt komme ich wieder zum Seehofer, nicht wahr, dass der gesagt hat, die Riester-Rente ist gescheitert. Und da hat der Mann vollkommen recht. Natürlich ist die Riester-Rente gescheitert. Wir haben zwar 12 Millionen Abschlüsse, aber die kriegen ja noch nicht einmal das Geld heraus, das sie einbezahlt haben. Nicht nur wegen der Zinsen, sondern weil bei vielen Riester-Verträgen die Gebühren der Privatversicherungsunternehmen höher waren als das, was an Zuschüssen vom Staat bezahlt worden ist. Das geht nicht. Und wenn jetzt über die Zukunft der Rente geredet wird, dann will ich hier Ihnen, euch gegenüber, klar sagen, was ich davon halte. Es ist eine künstliche Angstmacherei. Die Frage, ob die Renten sicher sind, auch in 20 oder in 30 Jahren, ja, die hängt doch nicht davon ab, wie viele Deutsche geboren werden. Da hätten wir im Jahre 1900 die höchsten Renten haben müssen, denn da hat man nun das Gegenteil von einem demografischen Problem und in Bangladesch auch und in Indien ebenfalls. Die Frage, ob die Renten auch in Zukunft sicher sind, hängt ausschließlich und allein davon ab, ob wir in 20 oder 30 Jahren genügend Arbeitsplätze haben. Und wenn diese Arbeitsplätze vorhanden sind, dann sind auch die Menschen da, die diese Arbeitsplätze besetzen. Wir haben immer noch eine der niedrigsten Frauenquoten. Und dann muss man, dazu müssen die Gewerkschaften auch Stellung nehmen. Dann müssen wir halt sagen, verdammt, dann wird eben die Lebensarbeitszeit verlängert. Es gibt Millionen von Älteren, die länger arbeiten wollen. Und es kommen Menschen von außen. Es kommen die Zuwanderer, ein großer Teil dieser Flüchtlinge. Sie sind ebenfalls dazu in der Lage, die Arbeitsplätze zu besetzen, von denen nachher die Sicherheit der Renten abhängig ist.
Es ist kein sozialpolitisches Problem, die Rente. Es ist ein wirtschaftspolitisches Problem. Das heißt, wenn wir eine richtige Wirtschaftspolitik machen, dann werden wir auch die Arbeitsplätze haben, trotz aller Digitalisierung. Und dass diese Entwicklung in der Rentenversicherung vor 10 Jahren ist es gewesen, eben sich durchgesetzt hat, das hängt damit zusammen, dass damals die Politik, auch unter Gerhard Schröder, infiziert worden ist von diesem neoliberalen Gedanken, dass man mit der gesetzlichen Rentenversicherung auf die Dauer nicht auskommen könne, sondern dass wir auch eine kapitalgedeckte Rente brauchen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wenn die Rente auf die Dauer sicher sein soll, dann müssen wir nicht nur uns um die Arbeitsplätze bemühen, sondern auch noch etwas anderes. Wir haben eine zweigeteilte Gesellschaft in der Rentenversicherung und in der Krankenversicherung. Da gibt es den einen Teil, das ist der kleinere Teil, und es sind diejenigen, die besser verdienen, die reicher sind, die versichern sich gegenseitig. Das sind die Privatversicherten. Und dann gibt es den anderen Teil, das ist der größere Teil, das sind diejenigen, die weniger verdienen, die versichern sich auch gegenseitig. Das sind die gesetzlich Versicherten. Aber wenn wir uns darüber doch im Klaren sind, dass die Absicherung der Grundrisiken des Lebens natürlich eine Aufgabe des ganzen Volkes sind, dann liegt es ja auf der Hand, dass die finanziellen Schwierigkeiten, die dann der größere Teil der Versicherten bekommen, diejenigen, die nicht so viel verdienen wie die anderen, dass diese finanziellen Schwierigkeiten deswegen entstehen, weil ihnen die Finanzkraft der anderen fehlt. Was wir in Deutschland endlich brauchen, ich weiß, dass es ganz schwer realisierbar ist. Wir müssen es in der Rentenversicherung so machen wie in der Schweiz. Wir brauchen eine Bürgerversicherung, eine Volksversicherung. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Millionär Villiger, das ist der Stumpen- und Zigarrenfabrikant in Zürich, zu Abend gegessen. Der ist Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung und kriegt eine Rente von ungefähr 3.000 Franken. Der müsste nach dem deutschen Äquivalenzprinzip, gemessen an dem Beitrag, den er bezahlen muss, weil das nach dem Prinzip geht, alle zahlen von allem für alle. Das ist die Bürgerversicherung. Zahlt natürlich einen hohen Beitrag und er müsste eine viel höhere Rente kriegen als 3.000 Franken. Aber die Coop-Verkäuferin, die kriegt eine Rente von 1.200 Franken. Die dürfte eine so hohe Rente in Anführungsstrichen auch nicht bekommen, gemessen an dem niedrigen Beitrag, den sie bezahlt. Sie bekommt aber die 1.200 Franken. Warum? Weil in dieser Bürgerversicherung ein elementarer, solidarischer Grundsatz realisiert wird, dass nämlich die wirtschaftlich Stärkeren für die Solidarität mehr leisten müssen als die wirtschaftlich Schwächeren. Das ist das Grundprinzip. Und jede Versicherung, nicht wahr, die erfolgreich sein will, muss dieses Prinzip realisieren. Es war ein großer Fehler, dass damals mein alter Freund Riester zusammen mit dem Gerhard Schröder und dem Wolfgang Clement, der dann nachher zu den Liberalen rübergegangen ist, dass die geglaubt haben, sie müssen den Tony Blair in Großbritannien nachmachen. Den Tony Blair von der Labour Party, nicht wahr? Und dann diese liberalen Ideen in unsere Sozialpolitik einführen.
Das war ein schwerer Fehler. Genauso falsch war es natürlich, dass wir die Arbeitslosenversicherung umgebaut haben. Da hat meine Partei leider auch nochmal mitgemacht. Bei der früheren Arbeitslosenversicherung, da hat ein Arbeitsloser 62% seines letzten Nettolohnes bekommen als Arbeitslosengeld. Und je nachdem, wie lange er geschafft hat, hat das ein Jahr oder 18 Monate oder 24 Monate bekommen. Und danach gab es die Arbeitslosenhilfe. 52% vom letzten Nettolohn. Aber vom letzten Nettolohn, das heißt, die Arbeitslosenhilfe war auch bemessen an dem, was die Leute vorher geleistet haben. Jetzt bekommt der Opel-Arbeiter in Kaiserslautern, der 35 Jahre Metallarbeiter war und plötzlich arbeitslos wird, weil General Motors in Detroit den Karren an die Wand gefahren hat, der kriegt nach 35 Jahren Arbeit ein Jahr Arbeitslosengeld und dann wird er zum Fürsorgeempfänger gemacht. Das ist nämlich Hartz IV. Wenn ich weiß, es ist anderes als eine Fürsorgeleistung, Bedürfnisprüfung. Nun kann man darüber reden, ob das hoch genug ist oder weniger hoch genug ist. Das Entscheidende ist, dass diesem Menschen, der 35 Jahre etwas geleistet hat, etwas gearbeitet wird, dass dem seine Würde genommen wird als Arbeitnehmer, dass er behandelt wird. Dass er behandelt wird wie ein Drogenkranker oder irgendjemand anders. Und sehen Sie, mir tut es wirklich weh, das dürfen Sie mir glauben, ich bin christlicher Demokrat. Aber dass die SPD heute als die alte Partei, die Arbeitnehmer vertritt, bei 22% angekommen ist. Das kann kein Dauerzustand sein, hängt aber damit zusammen, dass die SPD in ihrer Führung diese Agenda 2010 bisher nicht aufgearbeitet hat. Und das muss die SPD hinkriegen. Und das kann man auch korrigieren. Und da muss man mal herunterkommen von dieser Lobhudelei dieser Agenda 2010. Das ist schon in Ordnung. Die Arbeitslosenstatistik stimmt und ist auch gut. Aber wir haben seit dieser Arbeitsmarktreform 6 Millionen geringfügig Beschäftigte. Die Leiharbeitsverhältnisse sind erleichtert worden. Und es gibt heute bei Neuabschlüssen fast überwiegend nur noch befristete Arbeitsverhältnisse. Ich habe das bei mir in meiner Sozialstation mit 120 Schwestern mittlerer Betrieb, habe ich gesagt, es kommt nicht in Frage, obwohl es damals auch notwendig ist. Weil ja Frauen werden auch mal schwanger und kriegen Kinder und dann muss er kurzfristig jemanden ersetzen. Aber der befristete Arbeitsvertrag, der ja dazu dient, um Auftragsspitzen abfangen zu können, der befristete Arbeitsvertrag, das gilt auch für die Leiharbeitsverhältnisse, die dürfen nicht zur Regel werden in unseren Arbeitsverhältnissen. Das ist eine Perversion der Entwicklung. Und wenn ich an die Werkverträge denke, ich bin in die Schule gegangen bei dem Arbeitsminister Schüttler in Baden-Württemberg, da war ich Leiter des Büros, der hat mir immer von seinem Vater erzählt, aus Altena in Westfalen. Der war Zigarrendreher und hatte 7 Ziegen im Stall. Aber von den Zigarren hat er nur leben können, soweit er eben einen Auftrag bekommen hat. Und wenn am Mittwoch die Aufträge zu Ende waren, dann war am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, war natürlich kein Einkommen vorhanden.
Das sind die Verträge, die eben heute in den Werkverträgen ebenfalls realisiert werden. Das sind Verträge aus der Zeit des Frühkapitalismus und wir müssen aufpassen, dass der normale Arbeitsvertrag heute nicht ersetzt wird durch Werkverträge, wo die Leute nur so lange Geld bekommen, als eben der Auftrag auch vergeben wird. 100 Jahre Arbeiterbewegung, 150 Jahre Arbeiterbewegung, die dürfen ja nicht umsonst sein. Und dafür ist viel Arbeit geleistet worden und viele Menschen sind sogar umgekommen. Wir dürfen jetzt nicht in der Zeit des Spätkapitalismus wieder in jene Zeiten zurückfallen. Wir müssen nach vorne sehen und wir müssen vor allem erkennen, und das ist ganz entscheidend und da erwarte ich mir auch von den Gewerkschaften, aber auch von den Kirchen einen geistigen Beitrag. Vor 60 Jahren ist die soziale Marktwirtschaft eingeführt worden. Die soziale Marktwirtschaft war ein Bündnis des Ordoliberalismus, des Ordnungsliberalismus und der katholischen Soziallehre und der evangelischen Sozialethik. Die soziale Marktwirtschaft hatte ein ethisches Fundament und sie hat die alte soziale Frage, die Arbeiterfrage, im Wesentlichen gelöst. Heute haben wir eine neue soziale Frage. Es ist die globale Frage, die wir in Deutschland allein nicht lösen können. In Deutschland sind wir deswegen über die Runden gekommen, weil die soziale Marktwirtschaft noch einigermaßen funktioniert. Nicht die Agenda 2010, sondern das Kurzarbeitergeld, wo den Betrieben, die wegen der Finanzkrise in Schwierigkeiten geraten sind, Geld ausbezahlt worden ist, wie es eben von der Winterbauförderung in die gesamte Wirtschaft übernommen worden ist. Kurzarbeitergeld insgesamt 6 Milliarden Euro. Das können wir machen. Wir können in Deutschland einigermaßen noch die Front halten. Was wir aber heute brauchen, ist eine Veränderung unserer globalen Wirtschaft. Die kapitalistische Weltwirtschaftsordnung muss ersetzt werden durch eine ökosoziale Marktwirtschaft, globale, internationale Marktwirtschaft. Und dafür brauchen wir eine einheitliche, starke Gewerkschaftsbewegung. Aber wir brauchen auch endlich die Zusammenarbeit, die Ökumene der katholischen und der evangelischen Kirche mit insgesamt 2 Milliarden Angehörigen dieser Kirche, der größte Global Player, den es überhaupt auf der Welt gibt. Und deswegen ist es richtig, wenn der Papst sagt, diese Wirtschaft tötet. Sie tötet vor allem dort, wo die Not am größten ist, weil sie eben durch eine falsche Wirtschaftspolitik entstanden ist. Jetzt kommen die Flüchtlinge zu uns. Die Kanzlerin hat gesagt, man muss die Ursachen beseitigen, nicht Grenzen aufbauen zwischen Luxemburg und Deutschland oder bei mir in der Pfalz, nicht wahr, zwischen dem Elsass und der Pfalz. Das wird nichts helfen. 60 Millionen Flüchtlinge haben wir inzwischen auf der Welt. 2 bis 3 stranden bei uns an unseren Grenzen. Und wenn sich nichts ändert, dann werden es immer mehr werden, allein durch die Klimaveränderungen. Die Ursachen muss man beseitigen. Das sind die Bürgerkriege, aber das ist vor allem auch das Elend in Asien und in Afrika. Im Senegal sind in den Gemüsemärkten zu 80% nur holländische Tomaten. Afrika ist das reichste Land. Der reichste Kontinent an Bodenschätzen. Da gibt es alles. Gold, Silber, Mangan, Kupfer, alles gibt es da. Seltene Erden.
Wir sollten ja denken, diese Bodenschätze gehören den Menschen, die dort leben. Aber diese Bodenschätze werden ausgebeutet von 7 internationalen Konzernen, darunter 2 chinesischen Konzernen. Die machen mit den Bodenschätzen Afrikas ihre globalen Profite. Wir, die westlichen Industrieländer, zerstören mit unserer falschen Wirtschaftsideologie die Existenzgrundlagen von Millionen von Menschen, die sich eben dann in Bewegung setzen, weil sie dort, wo sie ihre Heimat haben, ihre Familien nicht mehr ernähren können. Und deswegen und wir brauchen eine internationale Reform der Finanzstrukturen. Inzwischen gibt es neue Derivate von der internationalen Finanzindustrie. Jetzt wird spekuliert an den Börsen mit den Grundnahrungsmitteln, mit Reis, mit Mais, mit Getreide. Dadurch steigen die Preise in die Höhe international. Land Wrapping, Landraub, Konzerne kaufen immer mehr Land auf, wo dann diese Lebensmittel industriell angebaut und ausgebaut werden. Die Preise steigen in die Höhe, die Spekulationsgewinne ebenfalls. Aber der Bewohner der Favelas in Brasilien und der Favelas in Lateinamerika, in den Elendsvierteln in Afrika, die Eltern dort, sind nicht mehr in der Lage, den Reis für ihre Kinder zu bezahlen. Wir sind verantwortlich mit unserer Politik für das, was in diesen Kontinenten geschieht. Und wir produzieren selber die Flüchtlingszahlen, über die heute diese komische Partei in Stuttgart glaubt nicht wahr, sie könne ihre dummen Sprüche loslassen, die AfD. Wir müssen selber, und es muss eben auch der Zusammenschluss der Europäer endlich gelingen. Jetzt schickt die NATO Soldaten an die osteuropäischen Grenzen, nach Lettland, nach Litauen, nach Polen. Das ist auch okay, nach dem, was die Russen und Putin mit der Krim und der Ukraine gemacht haben. Aber wenn wir solidarisch sind mit diesen osteuropäischen Ländern, weil sie Angst haben vor einer Invasion der Russen oder einer Bedrohung der Russen, dann müssen wir von ihnen auch verlangen, auch von den Ungarn und ihrem faschistoiden Ministerpräsidenten Orbán, dass sie sich auch solidarisch erklären, wenn es darum geht, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, auf uns zu nehmen. Die Solidarität ist gefährdet auf der Erde. Und es ist ein Glück, dass es Organisationen gibt, die in der Lage sind, auf jeden Fall in der Lage wären, diese Solidarität auch durchzusetzen. Dazu gehören die Kirchen, wenn sie nur ein bisschen lebendiger und aktiver würden. Aber vor allem die Gewerkschaften. Und deswegen müssen wir an diesem 1. Mai auch durch die Medien den Menschen in Deutschland und in Europa immer wieder klar machen, dass auch diejenigen, die nicht Mitglieder der Gewerkschaften im DGB sind, ein schlechtes Leben führen müssten, wenn es keine Gewerkschaften gäbe. Und deswegen gehört es zur Solidarität auch in einem Unternehmen, dass sie sich für die Betriebsratsarbeit
zur Verfügung stellen. Und dass sie Mitglieder werden im Deutschen Gewerkschaftsbund. Das wünsche ich Ihnen für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Dankeschön. Vielen Dank.